Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das neue Kartenspiel Arschmellos. Weniger frisst mehr. Worum geht's? Jeder von uns hat eine Auslage aus 6 Karten. Zum Start dürfen wir uns 2 Karten davon anschauen. Und wir versuchen Step by Step Kartenwerte zu erkunden und möglichst wenig Punkte hier unter diesen Karten zu sammeln. Denn wer am Rundenende die wenigsten Punkte hat, bekommt die wenigsten Minuspunkte. Desto mehr Punkte, also desto mehr Minuspunkte. Und wer dann über 6 Runden die wenigsten Punkte sammelt, der gewinnt das Spiel. Wenn euch das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, dann habt ihr bestimmt schon mal von Cabo bzw. Skyjo gehört. Die haben ähnliche Prinzipien und wenn du beide Spiele magst, solltest du dir auf jeden Fall Arschmellos anschauen. Eine kleine Übersicht über die Karten. Es geht von minus 4 bis plus 11. Minus 4 und minus 1 gibt es nur jeweils einmal im Spiel. Dann haben wir zwei unterschiedliche Kartentypen. Einmal die Zahlenkarten, das sind die von minus 4 bis 8. Und 9, 10 und 11, das sind Aktionskarten. Das sind die unterschiedlichen Karten, die in deiner 6er Auslage liegen können. Und du willst selbstverständlich möglichst die niedrigen Zahlen da liegen haben. Wie immer bekommst du hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf, kurz und knackig. Suchst du noch weitere Regelerklärungen, schau hier oben in die Infobox. Hier findest du noch über 220 andere Regelerklärungen. Hast du Fragen? Ab unten in die Kommentare. Abonnier mich auch gerne, denn einmal die Woche kommt eine neue Regelerklärung und damit bist du perfekt für den nächsten Spielabend vorbereitet. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Auf geht's zu den Arschmellos. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Zuerst werden alle Karten gut gemischt. Jeder Spieler bekommt 6 Karten ausgeteilt, die er so anordnet. Dann wird noch eine Karte aufgedeckt, das ist der Ablagestapel. Dann schaut sich noch jeder Spieler 2 Karten seiner Wahl von seiner Auslage an. Wichtig, haltet das geheim, denn ab jetzt dürft ihr eure Karten nicht mehr irgendwie sortieren oder umändern und auch nicht mehr drunter schauen, außer das Spiel gibt euch das vor. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Arschmellos spielen wir selbstverständlich auch im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der zuletzt genascht hat, beginnt und macht seinen allerersten Spielzug. Dazu hat er 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder zieht er eine Karte vom Nachziehstapel und schaut sich sie an oder nimmt die oberste Karte vom Ablagestapel. Und dann besitzt er 3 Möglichkeiten, die du entweder mit dieser oder mit dieser Karte machen kannst. Möglichkeit 1. Ich habe die Karte gezogen, schaue mir sie verdeckt an, so dass kein anderer sie sehen kann. Ich kann jetzt diese Karte mit einer meiner verdeckten Karten austauschen. Ich weiß ja, welche Karten hier liegen. Die ist sehr hoch, deswegen packe ich sie jetzt verdeckt hier hin, lege die jetzt offen auf den Ablagestapel. Jetzt weiß ich, welche Karte hier ist und hier ist. Die gleiche Möglichkeit hätte ich auch machen können, wenn ich diese Karte genommen habe, dann kann ich sie auch mit irgendeiner Karte hier austauschen. Nur dann weiß ja jeder, welche Karte ich genommen habe und welche hier liegt. Das ist ein kleiner Nachteil. Die zweite Möglichkeit, die du mit dieser oder dieser Karte machen kannst, zum Beispiel, ich ziehe wieder die, sage mir, oha, die Karte möchte ich auf keinen Fall hier anlegen, die ist mir zu hoch, dann kann ich sie direkt abwerfen und muss dann eine Karte meiner Wahl aufdecken. Und diese Karte ist jetzt für den weiteren Spielverlauf gesperrt. Ich kann sie nicht mehr austauschen und kein anderer Spieler kann mir sie auch wegtauschen. Ich hätte aber auch diese Karte nehmen können, sagen, ich will sie nicht und decke dann eine Karte auf. Das ist immer egal, ob du von hier oder hier nimmst. Die dritte Möglichkeit ist, wenn die gezogene Karte eine Aktionskarte ist, sprich eine schwarze Karte, dann kannst du die darauf genannte Aktion ausführen oder du schmeißt sie ab, deckst eine Karte auf oder du tauschst die Karte verdeckt gegen eine andere und wirfst die ab. Ganz wichtig, die Aktion auf der Aktionskarte darfst du nur spielen, wenn du sie vom Nachziehstapel ziehst. Ziehst du eine Aktionskarte hier vom Ablagestapel, dann darfst du ihre Aktion nicht spielen, aber du dürftest sie gegen eine andere Karte verdeckt austauschen. Aber ich habe die Karte ja von hier gezogen, kann sie also spielen. Ich spiele sie auch sofort und jetzt darf ich mir eine von meinen oder von einem Mitspieler eine Karte anschauen. Ich schaue mir die an und merke mir das selbstverständlich. Jetzt ist der nächste Spieler dran. Er hat auch wieder die Auswahl, nimmt er von hier oder von hier und darf dann mit den Karten
eine der drei Aktionsmöglichkeiten ausführen. Kommen wir jetzt zu einer Runde beenden. Sobald ein Spieler der Meinung ist, er hat die niedrigste Gesamtpunktzahl hier in seiner Auslage, kann er laut Arschmello rufen und die Runde wird beendet. Die Runde endet aber ebenso, wenn ein Spieler alle seine Karten aufgedeckt hat. Nach dem Spieler, der die Runde beendet, darf jeder Spieler noch einmal dran sein. Der Mitspieler, der die Runde beendet hat, muss von allen Mitspielern die niedrigste Gesamtpunktzahl in seiner Auslage haben. Wenn er das nicht hat, werden seine Punkte, die er gezählt hat, verdoppelt und alle anderen Punkte werden nur normal notiert. Also überlege dir genau, wann du alle Karten aufdeckst bzw. das Spiel durch die Aussage Arschmellos beendest. Dann werden die Punkte aller Mitspieler notiert und dann beginnt der Spieler mit den meisten Punkten die nächste Runde. Und ihr folgt dann wieder der normalen Spielvorbereitung. Sollte der Nachziehstapel aufgebraucht sein, mischt ihr den Ablagestapel und stellt einen neuen Nachziehstapel bereit. Die oberste Karte des Ablagestapels bleibt selbstverständlich erhalten. Insgesamt spielt ihr 6 Runden und wer nach den 6 Runden die wenigsten Punkte auf seinem Konto hat, der gewinnt das Spiel. Kommen wir jetzt zu Karten loswerden. Kannst du verdeckt 3 oder mehr gleiche Zahlenkarten sammeln, kannst du sie zu Beginn deines Zuges alle gegen die aufgenommene Karte austauschen, so dass du am Ende dann weniger als 6 Karten auf dem Tisch liegen hast. Bei Aktionskarten, sprich bei den Schwarzen, reichen dir schon mindestens 2, die du hier hast und die du dann aufdecken kannst. Die ausgetauschten Karten kommen dann hier auf den Ablagestapel. Solltest du beim Austauschen dich irren, dann kommt die gezogene Karte zusätzlich zu den 6 dazu und du hast dann 7 Karten. Hier ein Beispiel, ziehe die Karte, überlege mir und ich möchte die Karte hier ablegen. Aber decke jetzt noch mindestens 3 gleiche Karten auf, passt, lege sie auf den Ablagestapel und darf sie hier platzieren. Jetzt ist der nächste Spieler dran. Wenn ich dann wieder dran bin, gucke ich, sage, ich möchte wieder welche austauschen. Diesmal Aktionskarten, da reichen mir 2 und packe die hier hin. Und die Karte kommt dann hier. So habe ich meine Auslage auf 3 schon reduziert. Im Spiel gibt es 3 unterschiedliche Aktionskarten. Einmal die Spionagekarte, die dir eine beliebige Karte auf dem Spielfeld an, egal ob bei dir oder bei einem anderen aus der Auslage. Tauschen. Tausche eine deiner verdeckten Karten mit eines Mitspielers. Gesperrte Karten darfst du nicht tauschen, sprich die offenen. Und zu guter Letzt 2 extra Aktionen. Spielst du diese Karte, bist du danach noch 2-mal dran. So, das war die Regelerklärung zu Arschmellos. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sucht ihr noch weitere Regelerklärungen, schaut hier oben gerne in die Infobox. Sucht ihr noch weitere Partyspiele, schaut auch gerne hier oben. Und sonst bei Fragen ab unten in die Kommentare. Wir sehen uns in der Zukunft. Euer Robert. Ciao.